Es gibt wenige Momente, wo ich so aufgeregt bin und so Freude hatte. Und es gibt wirklich wenige Momente. Also einer davon ist wahrscheinlich, als ich zum ersten Mal mit Goethe-Mädchen warm hatte. Also, das ist ein spezieller Moment, weil ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 30. Und in meinem Freundeskreis kriegen momentan alle Babys. Wirklich nur noch überall Babys. Ja. Überall so herzige Buschi, oder? Und wenn du 30 bist und so langsam auf die 40 zugehst, also, jetzt Zukunftsplanung musst du machen und überall die herzige kleine Buschi siehst, musst du dich halt irgendwann mit davor konfrontieren. Habe ich vielleicht auch schon eins? Seit ich mir die Frage gestellt habe, habe ich in einer konstanten Paranoia. Immer wenn es daheim läutet. Habe ich Angst, dass die nette Dame vom Bangkok Massagesalon Golden Hands genug Geld zusammengekratzt hat für einen Flug in die Schweiz. Vor der Tür steht mit so einem kleinen Knopf und sagt: Happy Ending! Was ich sehr schön finde, das merke ich, habe ich nur gesehen, wie der andere eben so auf die Schulter klopft. So. Gleiche Angst. Aber ich bin immerhin, bin ich jetzt Götti. Und das ist ganz toll, weil man lernt ja so unglaublich viel. Oder? Nein, zum Beispiel auch die Abkürzungen, die es gibt, während der Schwangerschaft. Zum Beispiel SSW 16 plus 2. Weißt du, was das heißt? Richtig, 16. Schwangerschaftswoche plus 2 Tage. Ich war nicht ins Militär, aber ich hatte einen schweren Marschbefehl oder so. SSW 16 plus 2! Wie mit dem SS schwierig, aber egal. Es gibt zum Beispiel, was ist Mumi? Weiß nicht, weißt du, Jumbo? Richtig, Muttermilch, wieso weißt du das? Ah, gelehrte Kleinkinderzieher. Würde ich jetzt auch gerade sagen, absolut. Einer, der eine Eule auf seinem Handy hat. Und Klavier spielt. Lüdi! Was ist jetzt denn? Das Bandlog von mir. Das Bandlog von mir. Oh, ein Promoter! Sehr gut. Jetzt, wie heißt deine Band? Nein, ist egal. Katzin? Nein, also Mumi heißt Muttermilch, richtig. Was heißt Muki? Mutter, Kind, Turnen, Faki. Vater, Kind, Turnen. Wenn man die Abkürzungen nicht kennt, kannst du schlimme Missverständnis geben. Irgendwann sagt der Vater von meinem Götti meinte zu mir: Ja, am Wochenende mache ich das erste Mal Faki mit dir. Oder was? Ja, nur die einfachste Ewige. Sie kann sich ja noch nicht mal richtig festschreiben. Sehr viel, zum Beispiel weiß ich erst seit ein paar Monaten, dass die Kilo angehoben bei den Witteln fürs Kind sind. Ich habe mir gedacht, da macht bis 12 Kilo aufs Mal. Also sind die Eltern so verantwortungslos, die Witteln hier wechseln. Schatz, wie weit sind wir? Erst bei 8 Kilo. Nur mal los. Und ich habe gelernt, was man als Götti bei einer Taufe muss machen. Richtig. Nichts! Ich hatte einen riesen Stress gehabt. Weil am Morgen vorher hat einer meiner besten Freunde, der zu Bett da ist, hat seinen 30. Geburtstag gefeiert. Und ich am nächsten Tag um 10 Uhr morgens in der Kirche dürfen sein. Entsprechend so 3-4 Stunden geschlafen. Riesen Schäden gehabt. Irgendwie knapp aus dem Bett rausgekommen. In die Dusche gerobbt, so eine kalte Dusche genommen. Die kennen das sicher alle. Und so, das ist damit sich das Wasser ein bisschen sammelt. Und so halb eingepennt, dann irgendwie zu dieser Kirche gestresst, riesigen Asthma-Anfall gehabt, weil ich früher ein Anstrengungs-Asthma gehabt, heute nicht, weil heute schreibe ich mich nicht mehr. Und dann komplett fertig mit den Nerven. Das, wie gesagt, alles für nichts. Weil das Einzige, was ich machen musste, ist, einen Schritt nach vorne und sagen: Hallo.
Und ich dachte, was muss ich denn alles machen? Aber immerhin, an dem Tag habe ich mir Götti meistens so richtig ins Herz geschlossen. Also nicht, dass ich sie vorher nicht hätte mögen oder so, aber ich sage es mal, Kinder im ersten Lebensjahr, noch nicht wirklich spannend. Du kannst nicht viel machen mit denen. Lübst halt, geht's wieder ab. Aber von dem Tag hat sie so zum ersten Mal Charakter gezeigt. Nämlich gerade, als sie so das Weihwasser über den Kopf kriegt, hätte man sie nachdenken. Ich glaube, ich muss mir übergeben. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Gedacht, getan, und ich bin so dort gesessen und habe sie angeschaut und gedacht, jö. Ganz der Götti.